Heute war es mal wieder soweit und von den Anlegern wurde es mit Spannung erwartet. Der EZB-Zinsentscheid stand an und Mario Draghi hatte einmal mehr nur wenig Neues zu berichten. Was er dennoch zu berichten hatte, darüber möchte ich heute sprechen mit Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, ich habe es schon gesagt, der EZB-Präsident einmal mehr wenig Neues, oder? In der Tat wenig Neues, auch wenn wir so gespannt drauf gewartet haben. Es gab Indikationen dafür, dass vielleicht eine Leitzinssenkung auf eigentlich wahrscheinlich dann de facto 0% kommen könnte. Aber Draghi hat wieder mal nicht das gemacht, worauf alle gewartet haben. Er hat uns enttäuscht. Es gibt keine Leitzinssenkung. Alles bleibt beim Alten. Ja, der DAX reagierte auch nur kurz relativ geschockt auf die Nicht-Leitzinssenkung, muss man ja sagen. Ja, mittlerweile hat er sich wieder erholt, oder? Er hat sich mittlerweile erholt. Das liegt daran, du hast den Schock angesprochen, der kam direkt zur Ankündigung des Zinssatzes. Als dann die Pressekonferenz jedoch begann um 14:30 Uhr traditionell, kamen dann auch noch erstmal US-Daten. Die waren ganz okay, die haben geholfen. Und dann hat Draghi doch noch etwas verlauten lassen. War zwar vieles, was wir schon kannten, was wir immer wieder hören, aber er hat auch gesagt, auch wenn es diesmal keine Zinssenkung gab, der Inflationsdruck wäre erstmal raus. Man könnte ja drüber nachdenken. Und dieses nicht komplett ausschließen hat die Märkte erstmal gefreut. Nike gerät zuletzt in den Fokus. Man hat sich selber als Nummer 1 im Fußball bezeichnet und somit direkt den Konkurrenten Adidas nur wenige Wochen vor der anstehenden Fußball-WM etwas brüskiert. Jetzt steht Nike auch bei den Anlegern im Fokus. Schuld daran ist jedoch eher die Charttechnik. Ja, zum einen die Charttechnik, aber vielleicht auch etwas die Enttäuschung vieler Anleger, denn viele hatten damit gerechnet, wir haben das Jahr der WM, da müssten doch eigentlich die Sportartikelausrüstung müssen noch richtig gut laufen. Aber bei Adidas schaut man sich den Chart der letzten Wochen an, sieht das gar nicht gut aus. Und wie du es schon angesprochen hast, bei Nike ist das Ganze eher etwas anders. Die Aktie scheint eher einen Boden gefunden zu haben. Die US-Märkte im ganz Allgemeinen laufen ja eigentlich speziell auch dem deutschen Markt eh schon in den letzten Wochen immer so etwas davon. Und da scheinen auch unsere Anleger der Meinung zu sein, da könnte Nike vielleicht mal einen Blick mehr wert sein als Adidas, denn wie gesagt, alle warten gespannt auf die WM in Brasilien. Zahlen gab es jetzt auch von Nordex und hier kann man auf ein sehr erfolgreiches erstes Quartal zurückblicken. Ja, bei Nordex kommt vor allem noch eines dazu. Weniger Zahlen stehen im Vordergrund, als vielmehr geht es darum, was könnte die Politik machen. Wir wissen ja, das Geschäft mit Windanlagen ist natürlich davon getrieben, wie es in dem sogenannten EEG aussieht, also wie dieser erneuerbare Strom auch vergütet wird. Hier soll Mitte des Jahres eine Novelle kommen, es soll sich einiges ändern. Ja, und die Regierung hat sich jetzt ein erstes Mal schon getroffen. Und da könnte es jetzt sein, dass es für die Windkraft nicht ganz so schlimm kommt, wie man das im Vorfeld befürchtet hat. Und das wiederum könnte natürlich dann der Aktie auch richtig helfen. Hat ihr auch schon geholfen. Sie konnte, nachdem man dieses erste Tuscheln so etwas vernommen hat, gleich mal zulegen. Musste zwar einen Teil der Gewinne auch schon wieder abgeben, aber generell hat sich auch hier das Chartbild deutlich aufgehellt. Und viele Anleger scheinen hier der Meinung zu sein, der Chart sieht besser aus. Es gibt vielleicht so eine kleine fundamentale Spekulation. Deswegen sehen wir, dass mehr und mehr Anleger jetzt hier bei der Nordex aufspringen und darauf hoffen, dass es weiter steigende Kurse gibt. Der Blick in den Derivatehandel mit Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.